Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute jetzt nach Ewigkeiten mal wieder ein Vlog. Ich bin jetzt hier in Marseille angekommen. Und zwar hat Vico mich eingeladen. Die stellen nämlich morgen ein neues Smartphone vor, beziehungsweise präsentieren das. Dazu natürlich dann im Laufe des Vlogs umso mehr. Ja, ich freue mich jetzt auch, dass ich endlich in Marseille angekommen bin, denn es gab da schon so ein bisschen Trouble heute Morgen. Und zwar eigentlich sollte ich über Paris mit Air France fliegen. Und das ist dann gecancelt worden, da der Flug ausgefallen ist. Deswegen musste ich umgebucht werden, bla bla bla. Aber jetzt bin ich in Marseille angekommen. Und richtig cool finde ich einfach die Aussicht. Also wenn man hier mal rausguckt, einfach, man sieht hier das Meer, Palmen, Wetter ist auch richtig gut, deutlich besser als angesagt. Jetzt geht es gleich erstmal zum Vico Headquarter, das gucken wir uns genauer an. Und ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt von filmen kann oder ob ich euch da überhaupt mitnehmen darf, aber ja, ich würde sagen, es geht jetzt erstmal nach unten in die Lobby, da erstmal kurz was und dann geht's zum Headquarter. Und da sind wir jetzt hier aus dem Vico Headquarter auch schon wieder draußen. War auf jeden Fall sehr interessant, auch mal zu sehen, wie so eine Firma hinter den Kulissen aufgebaut ist. Ich werde euch da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, und da bin ich jetzt auch wieder im Hotel angekommen. Ihr hört es wahrscheinlich hier im Hintergrund, das Meeresrauschen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also der Ausblick hier, ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich will auf jeden Fall auch nochmal irgendwie zum Strand gehen, der ist ja hier auch in der Nähe. Aber ich wollte noch ein bisschen was erzählen, und zwar wie es bei Vico war. Denn wir haben uns, wie gesagt, das Headquarter angeguckt. Wir sind durch verschiedene, ja, Räume gegangen, in denen halt unterschiedliche Areas waren. Es gab zum Beispiel einen Designraum, wo jetzt das Design für den nächsten Smartphones und so weiter entworfen wird. Oder die Software angepasst wird, gegebenenfalls designt wird. Da wurden uns zum Beispiel auch neue Kamerafunktionen gezeigt und so weiter. War auf jeden Fall richtig, richtig interessant, gerade um das Ganze mal zu sehen, wie es halt im Hintergrund abläuft, um so eine ganze, ja, um so eine neue Software auf den Markt zu bringen. Da wurde das Ganze nämlich am Beispiel der Kamera gezeigt. Da haben die 6 Monate dran gearbeitet, um jetzt das Ganze dann final auf den Markt zu bringen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, ja, krasse Zahl sozusagen, was alles dahinter steckt. Morgen wird es auf jeden Fall nochmal richtig cool. Ihr seht ja jetzt gleich im Anschluss. Aber ich würde sagen, das war es erstmal so für den ersten Tag. Und jetzt ist auch schon der nächste Tag. Wetter immer noch super. Für uns geht jetzt erstmal gleich zum Meeting da vorne. Da wird uns ein bisschen was über nächste Produkte erzählt und so weiter. Und ja, ich darf noch nicht so viel sagen. Ich musste auch ein NDA schon schreiben. Aber so ein bisschen kann ich euch da bestimmt mitnehmen. Ja, wir sind jetzt wieder draußen aus der kleinen Produktpräsentation, beziehungsweise wir haben die ganzen technischen Daten für ein paar Smartphones bekommen. Zum Preis und zur Verfügbarkeit darf ich euch noch gar nicht so viel sagen. Das würde ich dann, ja, später irgendwie in der Videobeschreibung nachreichen. Und zwar geht es hierbei um das Vico View 3 Pro. Ich packe euch den Link mit den ganzen technischen Daten einfach mal unten in die Videobeschreibung. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall, ja, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man bekommt ordentlich viel Smartphone für gar nicht nur so viel Geld. Und zwar haben wir beim View 3 Pro auch eine Triple-Kamera mit so einem Weitwinkel und so. Da kriegt man also ordentlich viel aufs Bild drauf. Bin ich auf jeden Fall mal auf einen Test gespannt. Wir haben auch ein Testgerät bekommen. Es wird dann natürlich in Zukunft auch ein Video dazu auf meinem Kanal geben. Wenn Sie was möchten, können Sie gerne einfach unten abonnieren. Ansonsten hat man noch einen 4000 mAh Akku. Also 2 Tage kann man das Ding dann auch ohne Probleme benutzen. Octa-Core-Prozessor ist ebenfalls mit dabei. Und was haben wir noch? Ja, die Gehäusefarbe, die finde ich persönlich nämlich sehr, sehr cool. Es ist so ein Blau-Türkis, also das schimmert so ein bisschen, dann noch ein bisschen Gold dabei und so weiter. Sieht auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr cool aus. Wir sind jetzt hier am Katamaran angekommen. Da geht es rauf und Wetter ist immer noch mega nice. Ich freue mich auf jeden Fall richtig schon. Also, ich würde sagen, let's go! Oh,
So, die Katamaran-Tour ist jetzt vorbei, war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis, habe ich bis jetzt auch noch nie so gemacht und ich kann es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Das einzige Kritische, es war halt ein sehr starker Wellengang und das Boot hat ja, recht stark geschaukelt, aber ja, nach einer Zeit hat man sich da eigentlich ohne Probleme dran gewöhnt. Am Ende gab es noch so ein Barbecue sozusagen, war auf jeden Fall richtig lecker. Da ganz hinten, das ist das Ziel, da wollen wir jetzt hin, angeblich. 20 Minuten, sagt Ugi. Ey, Google Maps sagt 19 Minuten. Das schaffen wir easy. Okay. Sieht nur so weit aus. Ich bin gespannt. Wir haben es fast geschafft. Aber ich meine, guckt euch diese Aussicht hier jetzt schon mal an. Leider haben wir so ein bisschen Wolken. Aber sieht trotzdem, finde ich, sehr, sehr cool aus. Hinten das Meer. Hier so die ganzen Häuser, die in den Berg reingebaut sind. Hier haben wir so eine Schlucht. Mal gucken, wie es von da oben aussieht. Das war auf jeden Fall mal ein richtig, richtig krasser Ausblick. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, da noch hochzulaufen. Und auch mit dem Sonnenuntergang sah am Ende noch mal richtig, richtig cool aus. Ich würde sagen, wir sind jetzt aber auch schon bald am Ende des Videos angekommen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und cooles Event. Also wir haben viel erlebt. An dieser Stelle einfach mal ein ganz großes Dankeschön an Vico für die Einladung und dass ich dabei sein durfte. Näheres zum Gerät werdet ihr natürlich dann auch zeitnah hier auf dem Kanal sehen. Wenn es hier passen möchtet, einfach unten abonnieren und dann bleibt ihr da auch immer auf dem neuesten Stand. An dieser Stelle würde ich sagen, beende ich dann auch das heutige Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao.